Hallo Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen hier bei Pumpkin Bricks. Ich bin Sascha aka Pumpkinhead und ja, wo soll ich anfangen? Das neue Jahr hat angefangen und ich habe einen kleinen Haul vorbereitet. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn rausbringen werde. Und dann fangen wir doch mal direkt an. Hier haben wir schon den ersten Karton. Wie ihr sehen könnt, oder? Kamera passt sich an. Rot-weißer LKW. Von Bluebricks, das ist der 1986er Optimus Prime vom nur in Lasterform, nicht um den umzubauen. 1140 Teile, 1152. Das Lego Set von Super Mario ist immer noch mein größtes. Dann habe ich zwei kleinere Lego Sets und zwar hier einmal Classic in Blue und das Classic White. Ja, so. Legen wir mal dahin. Dann kommen wir jetzt zu den Heften. Ja, das sind also die nächsten Dinger hier. Ja, hier. Lars und Kai. Oder Lascha und Kai. Ja, inklusive einiger Sammelkarten. Finde ich gut. Sonst ist hier nichts bei. Das ist hier nur noch so ein bisschen Pappe. Und jede Menge Plastik. Ja, aber mir ging es hier um Kai, dann habe ich nämlich auch den mal in Normalform mit dem Stab. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ja, so, den lasse ich mal so liegen. Ja, ich habe eine Ringlampe hier drüber. Dadurch blendet das gerade ein bisschen. Dann haben wir jetzt drei Hefte. Und zwar einmal das neue Minecraft-Heft. Dann zwei ältere Jurassic Park-Hefte. Einmal mit dem Labor und einmal hier den Triceratops. Ja, hier ist 65 Teile, keine Nummer, nee, aber ein 7 Plus steht hier. Und hier haben wir 28 Teile, auch 7 Plus. Haben wir das hier auch stehen? 15 Teile, 6 Plus, jawohl. So. Haben wir die 3 oder die 4. Ich habe hier gerade gar keinen Platz. Wow. So, muss ich mal eben an die Seite legen. Denn jetzt kommen wir zum Highlight dieses Hauls. Und zwar von Sembo. Lass ich mal auspacken. Hoppa. Und da haben wir hier zum einen mit 318 Teilen. Ja, hier sieht man den Ring, ne, von der Lampe. Von Sembo die 602402. Sembo Blocks. Famous Car. Das haben wir hier hinten noch stehen. Nichts Besonderes. Ja, so vom Äußeren würde ich sagen, ist ein britisches Auto, ne, mit der langen Schnauze. Relativ schmal. 6 Noppen müsste das jetzt breit sein. Ja, diese 6 Noppen. Die habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten, weil ich halt ja gerne die Speed Champions mit 8 Noppen baue. Dann kommen wir zum nächsten. Hier haben wir einen weißen Oldtimer. Der ist übrigens 8 Noppen breit. Höchstwahrscheinlich ein Amerikaner, so Model T oder so. Ein bisschen später vielleicht. Mit 264 Teilen. Die von Sembo, die 607403. Noch was? Wir gucken mal kurz auf die Rückseite. Die sehen wir uns auf jeden Fall aber nochmal an, ne? 7,1 cm breit, damit kommt er genau in dieses Schema. Und dann haben wir das letzte Set für heute in diesem kleinen Mini-Haul hier. Ne, ist aber schon relativ viel, das sind viel größere Sets. Die Sembo 607400, ist wahrscheinlich ein Franzose. Auch 8 Noppen breit, 323 Teile stark. Ja, auch aus der Famous Car-Reihe hier, ne? Ja, was gibt es hier noch drüber zu sagen? Also, mir gefallen sie auf jeden Fall. Ja, so. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, Franzose. Dann, ja, auch 7,2 cm breit. Auch 8 Noppen stark. Und das sind die drei Sets, auf die ich mich am meisten freue. Da ich aber hier noch am Experimentieren bin, was auch was die... Ach komm, geht da. Ah.
Entschuldigung, das hat so ein bisschen rascheln, aber ich muss das alles erstmal wieder wegstecken. So, das, was wir heute auf jeden Fall noch machen werden, das ist das neue Minecraft-Heft einfach mal auspacken. Ja. Oder allgemein die vier Hefte auspacken. Denn das hier ist ja brandneu. Übrigens, da werde ich mir noch etliche Sets von holen, damit wir heute dieses Mal dieses Problem hinter uns haben. So, wie gesagt, hier, ne, die Lego 11006 Classic 4 Plus und die 11012 auch Classic 4 Plus. Das ist der Unterschied der beiden Boxen. Heißt, hier ist wohl weniger drin als da. So, hat die hier eine Nummer? Nein, hat auch keine Nummer. Ist also auch wirklich nur für dieses Set produziert. So, das heißt, wir gucken jetzt mal hier rein. Ja, da geht's schon los. Hier. Seht ihr es, ne? Das ist ja genau da, kann man sehen. Da. Und da jetzt auch. Was haben wir hier? Paare. Hier ist noch ein Memory dargestellt. Kann man noch rausschneiden. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Ich glaube aber nicht. Die Figur tun wir uns mal zur Seite. Dann gucken wir mal eben hier rein. Also mit Minecraft hatte ich bisher wenig am Hut. Liegt halt einfach daran, ist nicht mein Ding. Ja, ich habe es bisher auch noch nicht wirklich gespielt. Ja. uraltes City-Set aus dem letzten Jahr. Ja, ich hoffe wirklich, dass die wirklich regelmäßig kommen, die Hefte. Ja, was sagt denn hinten das? Aber die bringen immer kleine Sets mit anscheinend. Wann soll das denn kommen? Das muss ich mir merken. Dann haben wir hier zwei Poster. Moment. So. Hier. Mobfreie Zone. Ja, finde ich gar nicht so. Finde ich super. Also, das könnte ich mir auch aufhängen. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Mal eben meine Bauplatte wieder. Bleibt gerade überall hängen. Ja, also Minecraft. Geht ja jetzt ins dritte Jahr. Jetzt 2022. Und die Sets, die bis jetzt rausgekommen sind, ja, sie werden langsam interessant für mich, ne? Das ist es eigentlich, ne? Es sind Rätsel, es sind. Abenteuer, es sind zwei Poster drin, ein Comic drin. Finde ich gut. Ja, und dann nächstes Mal hab ich euch ja gerade gezeigt, ist ein Skelett mit TNT-Werfer. Ne? 19.02. steht da oben. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Zum einen habe ich dann wieder neue Teile und hier gibt es auch noch ein paar richtig gute Teile. Finde ich cool. Ja. Finde ich echt cool. So, das Heft tun wir mal wieder weg. Jetzt kommen wir zu dem, was hier am wichtigsten ist, sag ich mal. Ne? Am wichtigsten sind ja immer hier die Tütchen. Das sind sowas, sind ähnlich wie Polybags. Ne? Ein Schweinchen mit ein paar Teilen dran. Mach mal anders. Warum benutze ich eine Visierschere? Die hab ich damals am Gartenhäuschen bei meinen Eltern gefunden. Was habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt? Ich habe lange bei meinen Eltern gewohnt. So. Das Schwert finde ich witzig. Ja. Oh ja, das Licht scheint aber gut zu sein. So, lass mal gucken, wo war denn der Aufbau von dem Ding hier? Seite 32. Hier. Klar könnte ich das wahrscheinlich auch so aufbauen, aber
Nö, keine Lust. Dass zwei Figuren dabei sind, das ist sehr gut. Finde ich zumindest. Ja. Würde mein Bruder jetzt hier bei mir wohnen? Ich hoffe, dass der löst sich endlich mal da hinten. Ich will nicht, dass er seinen Job verliert. Absolut nicht. Aber es wird auf kurz oder lang dazu kommen, wenn das da hinten so weitergeht. Ja. So wie es auch tut. Das ist so eine Tatsache. Aber dann soll er herkommen. Hier weiß er, hier ist er erwünscht. Hier kann er ausspannen. Hier ist sein Place, ja. Und nicht nur das. Sobald er dann hier ist, dann kann er wirklich richtig in aller Ruhe regelrecht ausspannen. So. Wir den hier fertig, den Zombie auch fertig, ja, genau so und so. Ob die Zombies in Minecraft das machen, dass dieses Rumgestöhne, das weiß ich so gar nicht. Ah, das ist der Kopf, okay. Aber schöne, gut, sind jetzt rosane Teile, ne? Aber an sich gesehen sind die Teile relativ schön. Schöne Drucke natürlich, ne? So. So setzen wir den in unseren Setzkasten mit dem Zombie daneben. So. So. Hier sind noch ein paar Sets angezeigt. Mach mit und gewinne. Bogen an Blue Ocean. Ja, sind gar nicht mal so schlecht. Eigentlich alles, was uns in die Finger kommt. Ja, das, was wir gerade kriegen. Ja, Star Wars, ja, Ninjago, ja, City, ja, Jurassic World, ja. Ja, wie gesagt, alles, was wir in die Finger bekommen. Ja, könnten wir einfach mal mitmachen, sag ich mal. Mindestens noch eine. Ja, gehen wir mal kurz die Punkte durch. Welche Themen gefallen dir im Heft? Achso, von 1 bis 6 Schulnoten vergeben. Okay. Dann, welche anderen Magazine liest du? Lego City, Marvel, Avengers, Batman, Star Wars, Ninjago und Jurassic World. Gibt's noch Technik? Gab's aber auch erst ein Heft. Und, ja, Nexo Knights ist raus. Hidden Side ist raus. Einfach alles ankreuzen. Woher kennst du das Internet? Werbung, Internet. Hier, wirst du die nächste Ausgabe lesen? Ja. Willst du über neue Lego Minecraft Produkte informiert werden? 6, 7. Obwohl, wir wollen uns ja 7 Sets besorgen aus allen 3 Jahren. Ja, so die 10 bis 20 Euro Sets. 30 Euro vielleicht noch. Dann können wir mal gucken. Wie viele Menschen außer dir lesen? Noch 2. Welche Lego-Welt magst du am liebsten? Boah. Dafür ist das zu umfangreich. Ja, es gibt ein paar coole Sets, City-Sets, es gibt ein paar gute Batman-Sets, es gibt ein paar gute Ninjago-Sets, Star Wars-Sets. Da kann man nicht sagen, ja, am besten alle. Nö. Nein. Gar nicht.
Die Creeper sind am coolsten. Obwohl, hier könnte man noch Ender Dragon eintragen, der ist auch ganz cool. Eigentlich sehr wahrscheinlich. Gut, das Heft ist ein bisschen überteuert, ja, aber das sind relativ massive ne, Bauten. Ja. Ist ein kleines Schwein, das man sich zusammensetzt. Und im Grunde genommen muss ich sagen, ich äußere mich gerade sehr positiv. Alter des Kindes. Bin ich ein Kind? Mit 40 immer noch Kind? Na, weiß ich nicht. Aber hier kann ich dann das Alter meines Patenkindes reinschreiben. 5. Und es ist ein Mädchen. Ja. Auch wenn hier plus 7 hin dran steht, da müsste ich dann noch einen kleinen Brief zu schreiben. Ja. So. Das war es im Großen und Ganzen. Da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, machen wir noch eben die Jurassic World Sets und dann Hefte. Was nehmen wir denn? Den Triceratops nehmen wir. Oh, hier oben ist eingerissen. Hier ist eingerissen. Ah ja, das wird nicht besser. So. Die Sticker kriegt mein Patenkind zu 100%. Da will ich, nee, da bin ich raus. Ja. Den werde ich in den Setzkasten stellen. Den bauen wir gleich auf. Und dann schauen wir uns mal eben kurz das Heft an. Weil Jurassic Park und Jurassic World sind ja eigentlich ganz coole Serien. Wo ist denn der Aufbau? Seite 4. Nee, nix Seite 4. Das war als Kind immer mein Lieblingsdino. Der Triceratops. Hier haben wir noch einen als komplette Figur. Wenn die Sets nicht so teuer werden, aber das, da steht ja auch noch einiges an. Oh, hier haben wir sie ja. So, dann lass mal gucken. Braucht man eine Schüssel? Ja, wir nehmen mal eine. Den hier kann man zum Beispiel, den mache ich aber lieber nicht. Und bleiben dann nachher Kleinteile hängen. Und das können wir gerade nicht gebrauchen. Alles raus. Da der keine eigene Nummer hat, bauen wir den einfach auf. Ja. So, sind aber auch so, das sind schon ordentlich Teile. So, dann machen wir erstmal den und den. So. Jetzt 4 Fins. So, das machen wir. So, das 4-mal. Ich habe mir jetzt die Tage ein Video angesehen von Johnny's World. Der hat ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg zusammengebaut, das Kobi wieder rausgebracht hat. Und muss sagen, ja, netter Aufbau. Einfach, weil auch viele Teileumkehrer dabei waren.
wer bestimmte Teile sucht, der sollte zu den Alternativen gehen. Die gibt es bei Lego einfach nicht. Die hier sind zwar schön, ja, aber das ist häufig nicht das, was man sucht. Oh, das ist eine schöne Farbe. Schönes, kräftiges Grün. So, damit haben wir den Korpus fertig. Dann machen wir jetzt den Kopf. So. So. Und das Pizzastück. Gut. Vier Seiten Aufbauanleitung. Das ist schon heftig. Für so ein 5-Euro-Set. Obwohl, das hier war ein Doppelpaket. Da sind dann zwei Hefte drin. Ja. Da sind dann zwei Hefte drin. Und das ist ja das, was mich so bei den Doppelpaketen oder Dreifachpaketen teilweise sogar ziemlich fasziniert. Ja. Dass man einfach da hingehen kann und sagen kann, okay, mach mal so und so. Ja, und dass man dann so richtig schöne Dinger dabei rauskriegt. Bisschen Pareidolie und schon, ne? Sehen wir hier zwei Gesichter. Wir kommen hier hinten drauf. So. Ja, man hat ja jetzt vor kurzem herausgefunden, dass Dinosaurier ganz anders aussehen, wie wir immer gedacht haben. Ne? Ups, falsch rum. Ja, dass Dinosaurier eigentlich Federn hatten und so weiter und so weiter. Oder viele Dinos Federn hatten. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass der Triceratops zum Beispiel ganz anders war, wie alle immer gedacht haben. Ja, dass der wesentlich farbenfroher war, wie wir alle immer dachten. Man ging davon aus, dass die Dinosaurier wie die meisten Echsen, halt grün, wie die meisten Eidechsen heutzutage bei uns, grün sind, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Und je mehr wir halt über das Benehmen auch der Saurier, ja, lernen, weil wir uns halt ähnliche Tiere ansehen. Ja. Ja, umso interessanter wird das einfach. Ja, jetzt vor kurzem sind etliche Dino-Arten einfach aus dem Ganzen verschwunden. Ja, einfach weil man herausgefunden hat, dass das Jungtiere sein können. Ja, und man fand heraus, Tatsache, das sind Jungtiere. Ja, zum Beispiel der Draco Rex, ja, oder der Stegimoloch, das sind einfach nur zwei unterschiedliche Alterspunkte derselben Spezies. Ja, Draco Rex ist das jüngere Tier und der Stegimoloch ist das ältere Tier. Also, ja, man hat sogar herausgefunden, dass man dadurch etliche Saurierarten im Grunde genommen einfach gekillt hat. Ja, was aber nicht böse gemeint ist.
Nee, das war falsch. Da bin ich dem Ganzen ein bisschen zu schnell angegangen. So. Ich brauche mal jetzt 1, 2. 1, 2. Ich meine, wir müssen jetzt 4 Beine bauen, ne? 1, 2. Was mich aber auch schon fasziniert ist, dass viele Spiele da jetzt nachziehen. Ja, und sich einfach die Forschungsergebnisse, die neuesten, ja, zu Herzen nehmen. Ich bin ja eigentlich auch niemand, der gerne seine Lieblingsdino-Arten verschwinden sieht, vor allem mit denen man dann aufgewachsen ist. Ja, aber man muss sich der Realität dann auch stellen, einfach sagen, okay, ja, ist halt so. Weil es bringt doch nichts, wenn... Ach, das Ganze zweimal. Okay, habe ich doch richtig gehabt. Ja, wenn man sich da Wunschdinos raussucht, die überhaupt nicht so existieren können. Aber noch nur gibt es immerhin Jurassic Park, Jurassic World, die uns genau das ja sagen, dass das ja möglich ist. Und natürlich... Ja, sind viele Dinos jetzt halt verschwunden, aber ja, gewinnen wir doch nichts durch. Das müssen die beiden Vorderbeine sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, das sind die beiden Hinterbeine, okay. So. 1, 2. 1, 2. Ja, hier ist auch angezeigt, müssen wir zweimal bauen. 2. Ja, so sammeln wir uns jetzt die letzten Teile hier ein. Und das, die letzten zwei Teile sind halt der Schwanz, die hier noch drin sind. So, mal sehen, ob... Ah, ich müsste mal die Lichtstärke ein bisschen reduzieren. War mal minus. Vielleicht die Lichtfarbe. Ah, geht so. Aber ist schon wesentlich angenehmer, auch für die Augen. So. Genau. So. Ich versuche euch das so gut zu zeigen, wie es geht. Jupp. Ja, also seid rücksichtsvoll mit mir, sollte ich hier Mist bauen. So. Hä? Was ist das denn? Ja, was ich auch herausgefunden habe, Lego versucht ja mittlerweile Angusspunkte zu vermeiden. Sichtbare Angusspunkte, ja, indem sie einfach ach Mensch, ich krieg den Satz doch nochmal fair zusammen, indem sie einfach den Angusspunkt auf die Noppe setzen. Was natürlich sehr interessant ist. So, und schon ist das stabil. So, einmal. Dann nochmal das Ganze. 1, 2.
Ja, den hätte man auch gut in Creator bringen können. Da wäre auch nicht aufgefallen. Ja, vor allem, wenn man da noch einen anderen Dino hätte draus bauen können oder zwei mit derselben Teileanzahl. So, zwei Vorderbeine. Oh ja, den hätte man gut in Creator bringen können. Weil den werde ich nämlich in die Nähe von dem Hund stellen. Ich habe ja noch den niedlichen Mops. Auch ein Creator-Set gewesen. So. Steht der? Moment, Moment, Moment. Ah, das ist also richtig in die richtigen Bahnen zu kriegen. Das ist ja ätzend. So. Jetzt steht er. So. Jetzt machen wir noch den Schwanz hinten dran. Und dann sind wir fertig. Da kann ich den langsam wegstellen. Was haben wir denn da? So. So, zum Fressen. So, dann zeige ich ihn euch nochmal. 65 Teile hat der. Ja, so ein schönes kleines. Auch den hätte man auch gut in Creator bringen können. Ja, zu behaupten, dass das nicht ginge, wäre gelogen. Eiskalt. Ja. Wäre ein schönes Creator-Set gewesen. Hätte mir wahrscheinlich sogar gekauft, das Polybag. So. Jo. Stellen wir zur Seite. Gehen wir nochmal das Ende hier durch. Oh, hier ist Poster. Okay. Hier wird nochmal Ninjago beworben. Könnte es sein, dass da nochmal ein Ninjago-Heft zukommt? Weil den hier hätte ich ganz gerne. Hier, der wäre auch cool. Ja. Eins der wenigen Sets, in denen ihr den Triceratops bekommt. Wir haben noch ein paar Rätsel. Dino-starke Bilder. Ja. Ja, das ist dann das beschädigte Heft. So, schuss mal weg. Und dann kommen wir zum Abschluss. Ja, zum zweiten Jurassic World Heft. Da gehen wir am besten direkt rüber zum Aufbau. Damit wir das heute auch noch fertig kriegen. Ich will ja noch fertig werden. Ne? Die kriegt mein Patenkind. Verteilt die mal im Kindergarten. Ja, Sammelkarten krieg ich. Aufkleber kriegt die. Das ist ein klarer Deal. So, lass mal gucken, wo wird das denn gebaut? Ah, hier. Ne, hier sieht man das Dino-Labor. Ne, die Ringlampe ist ein bisschen hell, da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, aber so im Großen und Ganzen finde ich das gar nicht so schlecht. So, dann machen wir jetzt das. Ja, das erinnert mich irgendwie an die Fütterungsstation vom, von dem, ja, auch meinem Jurassic World Heft war. So. Wie viel hat das? 28 Teile. Ja, ich glaube nicht, dass ich die groß in die Schüssel, in die Dose tun muss. Da hatten wir ja auch so einen hier drin. Nur in einer anderen Farbe. So, dann wollen wir mal.
Tastatur. Dann bauen wir uns einen Computer. So. Oh, Prinz, Prinz, wir haben Prinz. So. So. Ne? So, haben wir jetzt einen kleinen Computer hier. So. Ja, wir kennen ja alle im Moment die Diskussion mit Lego und dass nichts mehr ohne Lizenz geht. Und ich meine, es geht doch ohne Lizenz. Ja, seht euch hier. Seht euch hier Ninjago an. Das ist kein Lizenzthema. Ja, da kriegt Lego es doch hin. Ja, leider ist das aber auch eine Tatsache, dass Lego es ohne Lizenz aber irgendwie nicht gebacken kriegt. So, das werde ich dann gleich noch passend ausrichten. So, dann wollen wir mal. So, einer links. Ja, das sind eigentlich Technikteile. Das sind normalerweise Radaufhängungen. Ja, Radkappen oder so. Ja, ich habe die Teile schon in Panzern gesehen. Ja, da haben die, da hing hier auf der Innenseite hing da das Zahnrad drauf. Das Kreuz habe ich erst noch vor ein paar Tagen in einem Set gehabt. War aber auch nur ein kleines. Ich weiß gar nicht, habe ich das gefilmt? Nee, ging gerade nicht. Ging ja nicht. Ich hatte ja so ein bisschen Ärger gehabt. So, der kommt hier drauf. Und der Mini-Dino, den setzen wir da hin. So, dass ihr jetzt das Kreuz habt mit den Clippies und den Eierschalen. Dann kommt das Ding nämlich hier hin. So. Das war es schon, ne? Ja, das wird nicht verbunden. So, das ist perfekt für in den Setzkasten. Auch super. So, das war es schon. Sag uns deine Meinung. Uha. Uha. Hä? Wo kommt denn die Spritze hin? Ach, die wird da nur draufgelegt. Nee, das ist dumm. Die wird hier einfach nur so draufgelegt. Uah. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hätte auch gerne den anderen Saurier gehabt aus der Plastikhülle hier. So. Gab es nämlich noch einen baubaren Dino wie hier. Ne? Wie der hier. Ich finde den cool. Das ist ein richtig schönes kleines Creator-Set. So. So, dann nehme ich die gehen in die gelbe Tonne. So.
der Plastikmüll. So, oder Alumüll. So, noch ein Comic. Ja, Comic. Comic mit Blue. Die Lophosaurier. Hier so ein Mecha-Godzilla, quasi, das ist Blödsinn. Ganz ehrlich. Ja, das ist wie, ja wirklich, wie Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Aber das scheint ein Set zu sein. Mit Vulkan, mit Boot, mit Dino. Lego 75938 ist das. So, im nächsten Heft, ich weiß auch mittlerweile, wo ich sie alle kriege. So, im nächsten Heft haben wir diesen kleinen Buggy mit dem Ranger. Ah ja, das ist so ein süßes kleines Vehikel. Ja, das ist nicht schlecht. Wollt ihr mal lachen? Allein das hier sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile von 35. Dann wisst ihr, wie viele Teile in dem Auto verbaut sind. Also nicht viele. Doch nicht das nächste. Das war am 25. August. Stimmt, ich hatte hier ein Doppelpaket von wohl wieder etliche liegen geblieben. Ja, die dann zusammen zum Preis von 1 verkauft werden. Ne? Ist halt so. So, damit sind wir jetzt endlich weitestgehend am Ende. Nee, eigentlich noch nicht. Eigentlich müsste ich hier noch. Komm, machen wir die Figuren. Die Sammelkarten kann ich ja gleich in den Dingen räumen. Ist ja kein Problem. So, habe ich jetzt für jetzt wenigstens eine Tüte, wo ich den ganzen Müll reinwerfen kann. Auch hier von Minecraft. So. Solange da nämlich keine Nummer drauf ist, habe ich keinen Grund, die Minifiguren-Tütchen aufzuheben. Ja. Sind ja keine seltenen Dinger. So, hier brauche ich die Pappe, brauche ich auch nicht zu schützen. Ja, wie bei den Heften. Kann ich einfach abreißen. So. Und dann haben wir das schon in der Hand. Ich habe mir bei den Dingern hier so angewöhnt. Ja, die hier einfach nur so rauszuzerren. Sprichwörtlich. Ja. So, Lascha und Kai. Lascha. Habe ich doppelt, der ist schon einmal weggegangen wieder. Ich sammle die ja einzeln. Ja, dann räumen wir erstmal Lascha hier raus. Lascha hat ja ein Auge verloren von seinen Vieren. Ja, das ist dann hier dieser dunkle Fleck. Ja, wohingegen ja der Rest sind ja vier Augen. Alles in allem. Ja, ich finde es aber cool, dass ich den dann doppelt habe. Konnte ich den einmal verschenken. Ja, meine Sammlung reicht mir, wenn ich jeden einmal habe. Das reicht völlig. So. Ja. Gerade in den Jahren gehört die Sammlung nicht mir, sondern die kriegt dann mein Patenkind irgendwann ausgehändigt. Ja, wenn Corona soweit vorbei ist. Ja, so. Das Drachenschwert und ein Stab. So. Aufs Handy da vorne. So, jetzt machen wir hier fertig. Wir sind jetzt hier sofort fertig. So, weil da ist kein. Bei Ninjago, das war kein Heft, sondern das war wirklich nur so ein Dingens. Wendegesicht mit Pflaster.
Gesundheit. Oh, Corona, alle tot. So, nehme ich am besten nur den Stab, dann kann ich das Schwert nämlich wegpacken. Ja, so, damit habe ich einen Kai. Ja, damit habe ich einen Kai. Und Lascha wieder. Die kommen dann in den Minisetzkasten. Das kommt in die Restedose. Mhm. So. Und dann sind wir jetzt endlich fertig. Ende des Videos und dann sag ich mal, haltet die Augen offen, wenn ihr Hefte kaufen wollt. Geht zu eurem Heftehändler eures Vertrauens, das ist ganz wichtig. Ja, guckt, was er da hat, vor allem diese Doppelt- und Dreifach-Heftdinger, diese Hefte-Pakete. Ja, das sind dann auch hier so Tüten. Ja, die sind ganz, ganz, ganz wertvoll. Sind dann schon mal ältere Hefte drin, wenn man die eventuell verpasst hat. Ja, wenn man schon eins davon hat, oder schlimmer wird es, wenn man fünf davon hat. Ja, von den angezeigten, wenn man da schon bis auf einen alle hat oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann doppelt und dreifaches kriegt, die ist sehr hoch. Und das ist nichts für mich. So, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ne, hier haben wir jetzt nochmal die Dinos. Da geht die Spritze schon wieder flöten. So. So, mit der Wärmelampe. Ja, dann haben wir hier das Minecraft. Die gefallen mir aus irgendeinem Grund. Sehen die richtig gut aus. Ist ganz kurios. Ja, so. Dann hier den Creator-Dino, sage ich mal. Wenn da jetzt eine Nummer bei gewesen wäre, hätte ich den zu Creator eingeordnet. Und dann natürlich die zwei hier von Ninjago. Ja, machen wir. Ja. War gar kein so schlechter Monat. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Pumpkinhead. Tschüss.